Grüß, Junge, spielen einfach gerne am Feuer. Diese Flammen sind auch einfach faszinant. Und dafür hält Mr. Science also ganz kurz mal das Elabo. Für ein Klangrest durch die faszinante Welt von den Flammen. War das einfach zu viel faszinant. An meinem Experiment von heute würde ich gerne gucken, was bei so einer Flamme überhaupt brennt. War denn doch der Brand, jawohl? Ja, mit denen Längen, die wir relativ sehr verbrannt. Wenn wir hier gut gucken, da sehen wir, dass die Kerzenflamme rundherum den Docht brennt. Und das, weil durch Tötzt der Wurz und Schmelze könnt, den da verdammt. Da sehen wir den weißen Dampf. Und das ist der Wurzdampf. Und das ist den, der brennt. Und in dem kann den Kerz auch rum aufhängen. Wow, cool, dat du. Dat kann ich auch mal probieren. Okay, das ist die Wurst, die brennt. Aber woher könnt dann das lichten? Ja, am innersten Teil von der Flamme haben wir ein Blutlichten. Das ist da, wo die Flamme am wärmsten ist. Da haben wir auch immens viel Sauerstoff und da sind Reaktionspartner, das heißt die Gase, die entstehen, so exzitiert, dass sie blau lichten. Ein Brennerflamme hat den quasi just ein Blutlicht. Und das könnt ihr hier, dass genug Sauerstoff an dieser Flamme ist, weil halt Luftlöcher ob sind. Das ist dann das Flamme warm und haben eine komplette Verbrennung. Wenn wir die so machen, Luftlöcher, dann kriegen wir so eine ähnliche Flamme wie die von einer Kerze. Und das, was hier oben liegt, das sind aber nicht Gasen, die lichten, sondern das sind Rußpartikel, die entstehen bei einer unkompletten Verbrennung. Und diese Rußpartikel, die können wir mit einem Löffel sichtbar machen. Und durch den Löffel wird die Kerzenflamme aufgekillt und dann bleibt der Ruß um Löffel paschen. Also, wenn ich das richtig verstehe, dass das Geld von der Kerzenflamme Ruß. Genau, das sind Millionen winzig Partikeln, die glühen und dafür schenkt euch das ein bisschen wie ein durchgängiges Flamme. Beim Lagerfeuer tun wir natürlich keine Wurst am Holz, mehr andere flüchtige Substanzen, die dann auch Ruß bilden. Anelo, was geht das dort denn dann? Naja, so ein Flamme, die schenkt mir ein bisschen wie ein kompakt Mass. So. Nee, das ist aber nicht so. Wenn ich den Sift drüber halte, da können wir an die Kerzenflamme rangucken. Und da sehen wir, dass die Hohl ist. Das ist, weil der Sauerstoff nicht mehr von außen in die Flamme rückkommt. Und dran reagiert nicht.